Geldautomaten und die gelten eigentlich als idiotensicher. Doch wie reagieren Kunden, wenn die Automatenstimme plötzlich frech wird und ein Eigenleben entwickelt? Anja Blädgen und Oliver Gregorius mit dem Blitztest. Ja. Mach hin, dann glänzt es nicht mehr. Mein kleines schönes dumme Sau da oben drin. Dumme Sau, negativ. Richtig, die Ruhe. Hassbildkunden am Rande der Verzweiflung. Was lässt sich Mensch von einer Maschine alles gefallen? Das verrät dieser Hassbildautomat in einem Berliner Einkaufscenter. Der Computer kann sprechen, sieht und hört alles. Das Geheimnis dahinter sitzt wenige Meter entfernt. Unser Reporter ersetzt heute persönlich die Stimme des Blechkastens. Die Begrüßung freundlich. Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sich für Photo Joker entschieden haben. Der Automat arbeitet mit einem strafbestimmten Menü. Die Dame lauscht minutenlang geduldig den Hinweisen. Die Ohrläppchen dürfen nicht durch die Zensur verdeckt werden. Der Ehemann gehorcht ab sofort. Wir legen nach. Drehen Sie bitte Ihr Gesicht horizontal im Winkel von 20 Grad. Von der Korrekturposition in die von mir aus gesehen die linke Ecke. Falsch. Links ist auf der anderen Seite. Sagen Sie jetzt laut Marmelade. Marmelade. Bitte lauter. Marmelade. Brav, zur Belohnung kommt das Vögelchen. Nichts gemerkt? Nee, ich wollte das so schnell hinter mich bringen, aber damit habe ich nicht gehabt. Wir werden dreister mal sehen, was man mit Teenies so machen kann. Bitte entfernen Sie Ihre Jacke. Warte, ich habe nicht. Ist dunkel. Danke für die Entfernung Ihrer Jacke. Bitte schön. Nein, der werde ich nicht vergessen. Nachfrage, warum lässt man sich das bieten, ha? Aber ihr habt ja ganz bereitwillig, als er gesagt hat, die Jacken ausgezogen, oder? Ja, vielleicht sieht es wahrscheinlich besser aus oder so. Also ihr habt dem Automaten schon geglaubt. Ja. Warum? Keine Ahnung, kam sie überzeugend rüber. Diese beiden fühlen sich unbeobachtet. Doch der große Bruder sieht alles. Der Austausch von Zertifikaten und Zertifikaten ist protestieren sinnlos. Bitte entfernen Sie Ihre Jacken. Hilf Hintergrund. Ach, ich hab mich doch negativ. Ihr habt ja den Anweisungen schön Folge geleistet, oder? Und wie? Fandet ihr das nicht ein bisschen dreist? Ja, irgendwie schon. Ja, aber böse. Was? Was um böse? Auch der Automatenhersteller kann kaum fassen, was Otto Normalverbraucher seinen Geräten so alles zutraut. Also ich finde es absolut erstaunlich, dass Leute automatisch den Anweisungen folgen, ohne eigentlich darüber wirklich nachzudenken. Nachdenken auch nicht die Stärke dieser fünf Nikoläuse. Die maximale Personenanzahl im Fotoautomaten ist überschritten. Bist du verarschen? Wo geht denn das an jetzt? Warnung. Sie haben Speisereste zwischen den Zähnen. Bitte entfernen. Ich möchte meine Speisereste gerne fotografieren lassen. Los, auf den Rücken. Sechs! Geschlagene 15 Minuten später immer noch kein Foto. Zehn! Foto! Oh, mein Gott! Ihr Arschlöcher! Wir machen dem Mensch-Maschine-Drama ein Ende. Nein! Wie weit wärt ihr denn gegangen? Was hättet ihr denn noch alles gemacht? Ein Untergeld wieder, ne, wenn man es auf will. Ja, oder ein Foto. Ein Foto. Also ausgezogen hätten wir uns nicht. Ha, wer es glaubt, wir meinen, der Computer hätte nur fragen müssen.